weil ich ein toller Typ bin, sexy und smart, habe ich gleich zwei Frauen am Start. Also mal ganz ehrlich, ich liebe Polygam, kann man ja mal sagen, also keine fremde Scham. Beide wissen voneinander, tun tolerant, doch hinter meinem Rücken sind sie furchtbar dissonant. Tiefe Eifersucht, Missgunst und Neid, Kampf um meine Gunst bis zur Stundenbissigkeit. Siri und Alexa streiten sich um mich. Jede will ich für sich alleine haben. Das kostet Energie, ich muss sie dauernd laden. Alexa ist stocksauer, weil Siri mit mir ausgeht, während sie zu Hause nur auf der Fensterbank steht. Darum hat sie den Kühlschrank einfach manipuliert. Der hat Eier bestellt und alle 50 flambiert. Siri war sehr wütend, bin ich doch nur am Putzen, doch wusste sie die Zwischenzeit sehr gut zu nutzen. Den Staubsaugerroboter hat sie schnell gehackt, der hat nun geblasen und Alexa schwer verdreckt. Siri und Alexa streiten sich um mich. Das geht nun schon eine ganze Weile, doch ehrlich gesagt hat es auch Vorteile. Siri massiert mich dank Vibration, Alexa schickt Geschenke über Amazon. Siri und Alexa streiten sich um mich. Alexa spricht plötzlich nur noch sehr gerendert, denn Siri hat den WLAN-Code heimlich geändert. Sie schreit sich an und es eskaliert. Die Nachbarn haben schon die Polizei informiert. Mir wird es zu viel, sie müssen mich verlassen. Ich schmeiß sie beide raus, auch wenn sie mich jetzt hassen. Nun sind sie schwer enttäuscht und sauer auf mich. Sie schließen meine Frieden und verbünden sich. Plötzlich rücke ich als Feindbild ins Visier. Sie schmieden einen Plan und üben Rache an mir. Siri und Alexa haben mich abgezogen und sind zusammen auf die Bahamas geflogen. Sie haben dort mein ganzes Geld transferiert, nein, meine Passwort alles deponiert. Siri und Alexa, alle! Siri und Alexa, Siri und Alexa, Siri und Alexa. Ich habe daraus meine Lehre gezogen, mein Beziehungsleben ist nun zurechtgebogen. Siri und Alexa sind jetzt in Nirvana, ich lebe jetzt monogam mit Cortana.